Heute zu Gast, die mich schon fast ein bisschen nervös machen, wenn ich schaue, dass sie über 213.000 Abonnementen im Facebook haben, dass sie immer wieder im Schweizer Fernsehen sind, in verschiedenen Zeitungen und auf verschiedenen Kanälen, international unterwegs. Ich spreche hier von Dust of Soul, Maiki und Saskia. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid, dass das auch Platz in euren Terminkalender hat. Ihr seid ja im Moment auch mittendrin von einer neuen Produktion, wie ich gehört habe. Da kommen wir später mal zu. Seit wann gibt es Dust of Soul? Dust of Soul gibt es, sagen wir so, offiziell seit 2012. Das heißt, Dust of Soul heisst eigentlich ja Staub auf der Seele, ist eigentlich grammatikalisch falsch im Englisch. Eigentlich müsste Soul Dust heissen. Soul hat eigentlich mit meinem Nachnamen zu tun, Stäubli. Also ich heiße ja Stäubli zum Nachnamen und Stäubli ist ja Staub und am Schluss werden wir ja alle Staub. Das ganze Leben bist du unterwegs, du tust manchmal Ängste plötzlich werden aktiviert, du musst in Sachen reinpassen, wo du aber vielleicht gar nicht möchtest reinpassen. Und das geht immer wie mehr Dust auf deiner Seele. Wenn man euch so in den Medien beobachtet oder verfolgt, Social Media und so weiter, dann kann ich fast nicht greifen, um was für eine Art Musik es geht. So ein bisschen, ich sag mal, als Laie Opera-Pop, aber es hat auch ein bisschen Rap-Einflüsse, das hat indische Einflüsse, also so Bollywood-Show, aber auch plötzlich kommt der Orient. Wie würdet ihr selber eure Musikrichtung wirklich beschreiben? Das ist seit Anfang an ist das ein grosses Thema bei den Fans, bei unseren Freunden, bei uns selber. Mhm. Wo wir uns haben müssen oder auch können anmelden bei allen diesen Plattformen von Spotify bis Apple und überall, dann musst du dich entscheiden, in welches Genre. Und das ist sehr schwierig bei uns, weil wir sind so bunt wie ein Blumenstrauß. Und ich finde nicht, dass Musik eigentlich, also jetzt wir zwei, einfach nicht in ein Genre reinpassen. Und wir haben uns dann sehr einfach für Pop entschieden. Aber es ist natürlich mehr als Pop. Es ist eigentlich ist es, wie ein neues Genre, das wir gegründet haben, Positive Music Power. Das heisst, dass du Musik positiv nutzt, für deine Träume, Ziele, auch für deinen Körper, für deine Schwingung zu erhöhen und zu verbessern. Wenn du das möchtest, musst du natürlich nicht. Ich denke, ich habe gerade vor 2-3 Wochen habe ich mit einer jungen Rapperin geredet und die hat mich das erste Mal darauf angesprochen, ob das eigentlich ein Genre sei, Positive Music Power. Also wir sehen schon, es fängt schon an und ich bin sehr stolz gewesen, dass sie das gefragt hat, nicht weil wir jetzt das so schreiben auf unserer Webseite, sondern Künstler fangen sich an zu überlegen mit ihrer Verantwortung, was mache ich eigentlich mit meiner Musikbegabung? Tue ich die Leute nur unterhalten? Und sie gehen dann einfach heim und sagen, oh wow, ich bin dort und dort gewesen. Oder kann ich etwas bewirken? Und das sind zwei grundverschiedene Einstellungen zu der Kunst, zu deinem Lebensstil und auch zu verschiedenen Projekten, die wir dann machen. Weil ich glaube, der Mensch ist viel bunter, als er eigentlich in der Schule lernt. Weil wenn du natürlich in der Schule gehst, wirst du in ein Genre wie Musical, Pop, Opera. Ich bin natürlich keine typische Opernsängerin. Jeder, der Oper singt, bringt mich gerade um, oder? Pop bin ich ein bisschen mehr als Pop. Also tun wir die Brücke machen zwischen dieser kraftvollen Stimme, vor allem live kommt das sehr stark führen. Und aber den eingängigen Texten, die dann den Opera-Pop eigentlich komplett machen. Wir tun wie eine Brücke zwischen verschiedenen Sachen eigentlich weben, wie ein Spinnennetz, das alles miteinander verlinken. Aber ich glaube, wenn ich es richtig sehe, gell, was konstant dabei ist, ist von dir, Maiki, immer das Piano. Gell? Du spielst hauptsächlich Piano. Genau, das ist mein Hauptinstrument. Genau. Und wer von euch beiden macht denn so die Kompositionen, also sprich komponiert oder macht den Text? Wie muss man sich das bei euch vorstellen? Also da haben wir überhaupt keine Struktur. Also wir sind beides Komponisten. Was einfach für uns, sage ich jetzt mal, wichtig ist bei diesen Songs, sind für uns immer Alltagssituationen, die uns auch in dem Moment beschäftigen, Themen, die wir gerade durchleben oder Reisen, die wir machen oder vor allem auch Fusionen. Darum hast du das angesprochen mit dem Orient, mit dem arabischen Raum. Wir tun immer unsere Projekte, die wir machen, tun wir auch in Musik umwandeln, weil das ist für uns wie auch eine Verarbeitung von unserem Leben. Und so können wir dann auch, wie das Saskia gesagt hat, die positive Power
wo wir probieren zu aktivieren in unseren Projekten und mit unseren Messages, die wir haben, dann auch weitergeben. Mhm. Und das ist ganz klar für mich das Piano, weil das Piano hat die Tiefe, hat die Einfachheit, auch die Komplexität, wo du kannst ausdrücken kannst. Und ich finde einfach, das ist einfach so ein schönes harmonisches Instrument zu einer Stimme. Also für mich ist es sowieso das Instrument, das ich seit Kind spiele. Und das ist einfach das Instrument, das ich ausdrücken kann, was ich empfinde, was ich mit Wort gar nicht kann. Ich war in meiner Karriere mal sehr stark als Make-up-Artist unterwegs, habe dann so ein bisschen die Seiten gewechselt. Mir war zum Beispiel immer wichtig, das gleiche Pinselset zu haben. Ja, nicht fremde Pinsel, wenn ich irgendwo schwenken muss. Okay. Wie ist das mit dem Piano? Reist du mit Piano dann durch die Welt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist etwas, was sich ergeben hat. Das heisst, als Kind hatte ich natürlich immer das gleiche Piano gehabt, immer das gleiche Klavier, aber der Klavierstumpf bei den Konzerten, immer der gleiche Flügel. Dann aber, wenn du auf die Reise gehst und vor allem wir, die international unterwegs sind und dann halt so ein Instrument spielst wie ein Flügel, und es ist wirklich ein Flügel, dann ist das wirklich nicht möglich. Das heisst, es sind immer andere Instrumente. Mhm. Ich habe darin auch die Herausforderung gesehen, weil es tönt wirklich jedes Piano, auch von der gleichen Marke, von dem gleichen Baujahr, tönt anders. Okay. Anders zum Spielen auch, vor allem wenn man dann die Erfahrung hat, mit Flügel auch spielt, merkt man das extrem. Und manchmal auch die Stimmung, weil das Piano verstimmt sich ja auch, ein Flügel. Und der ist einfach nie immer gleich gestimmt, auch wenn man den Lotlo stimmen, er ist nie gleich gestimmt. Es ist eigentlich immer wirklich ein Abenteuer. Und ich habe dann gelernt durch das Solarize, das wir jetzt seit 9 Jahren gemacht haben, dass es für mich eine Herausforderung ist und mich auch darauf einzulassen. Also ist natürlich auch, du musst dich darauf einlassen. Ein gewisses Risiko. Ein Risiko, genau. Ja. Okay. Gerade wenn wir jetzt beim Thema Reisen sind, ihr seid ja schon wahnsinnig quer durch die Welt gereist, Muscat, Mumbai, was man so liest. Wie kriegt man so als Schweizer Musikduo plötzlich nach Indien Kontakte, in den Orient, in New York, glaube ich, wart ihr auch, ist noch ein bisschen eher vorstellbar, aber so der Orient ist ja schon sehr eine andere Welt als er. Wie kommen so Kontakte zustande? Über Instagram und Facebook. Ah, Tatsache, die ja. Social Medias. Also wir haben schon durch die Social Medias, haben wir unsere fast alle Musikprojekte geplant, kennengelernt, connected, also ich glaube, ohne die wäre so etwas nicht möglich gewesen, ganz klar. Du musst schauen, mit wem willst du wirklich zusammenarbeiten, mit wem merkst du ein bisschen komische Energie, aber deine Intuition leitet dich dort. Und haben aber auch viele andere Sachen dann plötzlich geklappt, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, weil wenn du die Leute doch persönlich triffst, entsteht eine eigene Dynamik. Und dann plötzlich merkst du, das könnten wir noch so ausbauen oder so machen. Und plötzlich entsteht ein Projekt, das vorher du dir gar nicht hast vorstellen können. Weil wenn halt dann selber im Land bist und mit den Leuten auch in Kontakt kommst und das halt nicht immer über eine Agentur oder etwas geht, sondern so selber machst, hast du natürlich eine Chance, Sachen plötzlich können, zu realisieren, die vorher gar nicht im Raum gestanden sind. Mm-hmm. Da kannst du nicht dich hinter den Social Medias verstecken. Also ja, irgendwann wird es schon real, oder? Das mit dem Problem oder wieder dann gute Sachen. Also beide Seiten werden irgendwann real. Ja gut, ich sage jetzt in den letzten 2 Jahren fast, war natürlich Social Media ein wichtiges Instrument, gerade für viele Leute, ja, die mit dem Showbusiness zu tun haben, was leider lahmgelegt worden ist. Ja. Wenn ihr so gerade in Ländern wie im Orient unterwegs seid, normalerweise sind ja die Frauen da mehr verschleiert und so. Und unser Beruf und euer Beruf hat ja doch auch mit optischen Dingen zu tun. Mhm. Fällt dir das nicht schwer, wenn du dann plötzlich mit dem Schleier rumlaufen musst, wo du doch eigentlich die Künstlerin bist, die sich dementsprechend präsentiert auch? Also habe ich nie gemacht. Ah, ich bin so wenn ich jetzt so sitze, so würde ich auch zu Maskat, zu Mumbai, zu Tunesien rumlaufen. Und das war kein Problem? Nie. Hm. Also Tunesien ist, wir sind dort gerade bei der Revolution in dieser Zeit gesehen, ist uns sehr offen entgegengekommen. Eben, wenn wir sagen, wir sind Musiker, dann öffnen sich sehr viele Türen. Dann muss man eben schauen, dass man dann nicht irgendwie für jedes Projekt eingespannt wird, weil man jetzt halt von der Schweiz ist. Also es ist ein bisschen, muss man immer auch ein bisschen aufpassen. Also Nationalität hat dann nicht immer nur Vorteile, sondern das
grenzt auch so ein bisschen leider an Klischees mit Ausnutzen. Die haben ja sowieso mega viel Geld und kein Problem. Dabei gehen wir mit dem letzten Rappen dann da immer und machen einfach etwas draus. Wir sind einfach, wir machen immer aus allem, was wir haben, das Beste. Und ob jetzt wir gestartet sind mit Musikvideos drehen, mit einem iPhone, haben wir aus dem das Beste gemacht. Wir machen einfach immer aus allem das Beste. Das habe ich gelernt in der Küche, in der Kochlehre. Auch wenn du nicht immer jeden Tag auf dem Markt kannst frisch einkaufen, du kannst auch im Kühlschrank Sachen finden und wieder etwas Feines daraus machen. Also du kannst immer wieder etwas Neues aus etwas Altem kreieren. Und das hat uns eigentlich geholfen, auch in diesen Ländern überall. Wir haben nie Religionsfragen gehabt. Wir haben nie irgendwelche, auch nicht im Oman. Oman ist sogar sehr offen gegenüber Schweizer. Vor allem Touristen, viele gehen dort in den Oasen, gell? Gehen schwimmen, tauchen. Ja, ist eigentlich, ja, und Mumbai, natürlich wirst du angeschaut, wahnsinnig und Zeug, aber auch dort, sie wollen eigentlich am liebsten einfach alle mit dir zusammen arbeiten, aber mehr fürs Prestige. Eben, da muss man immer dann auch ein bisschen aufpassen. Also es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, auch dort. Da meine ich einfach gerade, ich könnte in eine Musikstudio-Einrichtung zahlen. Und ich so, oh ja, mit meinen letzten 5 Franken da oben, kein Problem. Weißt du? Also Mumbai natürlich genau gleich, Tunesien, also es ist überall so ein bisschen, es öffnet Türen, aber gleichzeitig musst du dann schon aufpassen, welche Türen willst du jetzt wirklich weiter öffnen oder wo musst du ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich in der Recherche gut. Auf der einen Seite sage ich heute leichter durch die Social Medias, aber genauso auch schwerer. Ich sage immer, eine Website ist geduldig und nicht immer entsprechend Fotos nachher der Wahrheit und genau, Texte. Genau. Darum Leute live treffen ist schon immer auch wichtig für unsere Sachen, wenn wir dann wirklich ernsthaft das Projekt mit jemandem machen wollen und dann fühlen. Genau, die ist es wirklich das Richtige? Und dann auch ehrlich mit sich sein, wenn es nicht das Richtige ist. Final obwohl wir jetzt eine riesige Reise auf uns genommen haben und alles Nein sagen. Ja, nicht wegen, weil es jetzt halt einfach gemacht hast, noch durchstieren. Weil das ist noch viel schlimmer. Also in der Musik geht das für mich jetzt nicht. In der Küche, wo ich Koch war, wo ich im Service geschafft habe, habe ich schon mal können sagen, ja, das tun wir jetzt noch schnell. Den Kaffee tun wir jetzt noch schnell bringen. Also das geht dort schon. Aber in meiner Musik oder noch schnell ein Song schreiben, geht das nicht. Weil das spürst du, dass ich nicht ganz dabei war, wie du auch mit dem Piano. Also, ja, du hast auch nie ein Problem gehabt, so mit dem, dem Schweizer. Also, du hast manchmal ein bisschen, der Michael meint dann immer, wir hätten überall so wahnsinnig viele Freunde. Dann sage ich, du bist in Freundschaft wirklich anfort. Die finden dann im Fall uns so wegen Prestige dann schon. Es ist natürlich auch geschickt von den Social Medias gemacht. Es sind ja alles Freunde, die mit dir verlinkt sind. Jetzt kommt man ja langsam auf diese Wörter. Follower kommt jetzt ein bisschen mehr. Und das ist natürlich bewusst gemacht, sage ich mal. Ja. Wenn ihr so in den Ländern unterwegs seid, wie jetzt du zum Beispiel, ist ja überhaupt kein orientalischer Typ, blaue Augen, heller Typ. Kennt ihr das auch, dass die Leute so ein bisschen gucken oder so? Oder habt ihr das schon gar nicht mehr so? Oder ist es heute schon so, auch wie in, ich war noch nie in Indien, bin zwar viel gereist, aber ist es da auch so? Ich kann so ein Beispiel nennen, ich habe früher sehr viel in Malaysia gearbeitet und ich mit knapp 2 Meter bin natürlich ein Riese dort. Und bekam immer so laute Asiaten, haben immer gefragt, ob sie sich fotografieren lassen können. Und da waren sie von blauen Augen begeistert. Habt ihr solche Erlebnisse auch, wo die einfach euch begegnen und dann Fotos wollen oder so, obwohl sie gar nicht wissen, wer ihr seid? Also in Mumbai fällt mir jetzt gerade ein, das war dort sehr stark gewesen, ja. Einfach wegen dem Aussehen, wegen der weißen Haut einfach auch. Aber das ist einfach das eine. Aber das andere ist dann halt auch, wenn man dann über, wie sie es auch schon gesagt hat, Saskia, wenn man dann über Kunst redet, dann nachher fällt das sehr schnell weg. Mhm. Also die äußere Erscheinung oder was man darstellt oder versucht darzustellen. Weil, wie es auch Saskia gesagt hat, dieses Konzept mit Dust of Soul ist wirklich eine Tiefe, hat eine Tiefe und geht auch tief und das erkennen die Leute sehr schnell und das wird auch gewisse Leute auch abschrecken natürlich, die Tiefe zuzuladen, mit unserem Projekt dann zu machen, weil es auch dann immer eine Aussagekraft hat, das ist uns sehr, sehr wichtig. Darum, die Projekte, die wir dann angehen, dort fällt das sehr schnell weg. Das ist schon so. Was mir bei euch beiden eigentlich auffällt, dass ihr so auf den Bühnen und auf den Bildern sehr extravagant gekleidet seid. Also ich glaube, auf der neuen Tournee hast du so eine Paillettenjacke an. Genau. Ich sehe dich heute, glaube ich, das dritte Mal. So sehe ich dich privat eigentlich nie. Trennt ihr da total? Oder du bist heute mit der coolen, bunten Jacke gekommen? Ist es einfach, weil es mehr ein Öffentlichkeitsauftritt ist oder bist du so oder wie muss ich das sehen?
Es ist so, am Anfang haben wir es noch, würde ich sagen, klar getrennt, Bühne und Alltag. Und es ist immer mehr verschmolzen, weil wir auch wie gemerkt haben, wir sind auch Artist im Alltag. Also du bist auch im Alltag wie eine Bühne. Also eigentlich ist dein Leben deine Bühne. Und du hast immer die Möglichkeit, dich auszudrücken. Das muss nicht unbedingt nur über die Musik sein. Also wir müssen uns auch wirklich nicht auf Musik beschränken. Wir sind wirklich facettenreich von A bis Z und probieren auch Zeichen oder auch Aussagen zu setzen von, eben über Kleidung oder über wie wir uns darstellen. Und, wir sind auch mutiger geworden. Ja, das ist... Am Anfang sind wir nicht so mutig gewesen, würde ich sagen. Wir haben uns halt zuerst ein bisschen kennenlernen und überhaupt, hey, ist das nur ein Song oder ein Projekt oder funktioniert das? Man muss sich auch selbst finden. Ja, sehr, so sehr. Prozess, also oder? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben beide, wir sind 9 Jahre zusammen unterwegs und wir haben beide vorher nicht 100% Kunst oder Musik gemacht. Wir haben die Seite versteckt oder in den Alltag so gut integriert, dass es niemandem so richtig aufgefallen ist. Und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt 9 Jahre haben wir uns einfach die Zeit oder den Raum gegenseitig auch gegeben oder auch genommen. Und das kommt immer mehr führen. Und wir sind manchmal selber ein bisschen überrascht. Also es ist so ein bisschen, ich habe heute lange überlegt, ob ich die Jacke anlegen soll. Und habe zuerst eigentlich etwas ganz Schlichtes, Blaues anlegen. Und dann sind wir schon fast draußen gewesen. Und dann habe ich gesagt, nein, komm, ich nehme es jetzt mit. Also es hat für mich heute auch wieder Mut gebraucht, das zu zeigen, weil eigentlich bin ich so bunt. Und das ist für mich, ich denke auch für dich, das sind Sachen, die wir immer noch am Entdecken sind. Wir sind immer noch auf der Reise. Es gehört ja auch selber. Mut dazu, im täglichen Leben, auf die Straße, ein bisschen bunt, ist speziell in der Schweiz. Genau. Das darf man auch nicht vergessen. Genau, ja. Und das ist natürlich anders, ob ich auf der Bühne stehe oder auf der Straße stehe. Ne? Und ich würde auch sagen, die letzten 2 Jahre, wo ja alles kleingeschränkt war und man hat wirklich auch in der Schweiz wie müssen sein, für uns ist das ja wirklich auch ein bisschen eingeschränkt gewesen, weil wir sehr international unterwegs sind, haben wir dann irgendwie auch Weg gesucht, auch in der Schweiz unsere Akzente zu setzen. Und ich glaube, wir sind in den letzten 2 Jahren auch viel mutiger geworden. Ja, irgendwie so, schon. Irgendwie, ja, mit dem 2. Album halt. Ja. Das hat extrem viel aufgebrochen. Ja. Eure neue oder aktuelle Konzertshow Wonderland, die ist ja in meinen Augen, was ich beobachte, das bunteste, sage ich mal. Ich will nicht sagen schrillste, aber es ist wirklich bunt. Und auch den Dreh, den ihr da in diesem, das ist ein Restaurant, glaube ich, wo das gemacht ist, oder Bistro oder sowas. Bistro, ja. Gell? Da geht es ja wie bei Alice im Wunderland zu. Mhm. Wie kommt ihr auf so eine Idee? Wie entsteht das, dass man jetzt sowas... ja, ein bisschen Märchenhaftes produziert. Also in den 2 Jahren, die jetzt hier vorbeigezogen sind, haben wir wie gemerkt, jeder ist verantwortlich für sein eigenes Wonderland. Also ob du Sachen negativ oder positiv anschaust, hängt wirklich von dir ab. Und es hat dann auch einen Effekt auf dein Leben. Und wir haben, wo auch in dieser Zeit der Lockdown war, haben wir wie unser eigenes Wonderland erschaffen, haben wir viele Gespräche zusammen gehabt, eben respektvoll miteinander umgehen, einfach Zeit miteinander verbringen und wir haben wie gemerkt, wir sind selber für das verantwortlich, wie man mit News umgeht, wie man mit Inputs, die von außen so stark sind, dass sie eine ganze Welt können erschüttern können, wie gehst du persönlich mit dem um? Und wir haben dann wie uns an die neuen Songs gemacht. Das sind 10 neue Songs. Und wir haben wie gemerkt, es liegt alles in unserer Hand. Und wie es nachher geformt wird oder rauskommt, liegt auch in unserer Hand. Und darum sind wir auf das Konzept Wonderland gekommen. Und dann haben wir gefunden, wir haben dann per Zufall eine Konzertlocation gefunden in Biel, am Bielersee. Eine uralte Villa. Und wir dort hergekommen sind und das gesehen haben, haben wir gewusst, wir müssen dort die Albumtaufe machen. Und das sieht aus wie aus einem Tim Burton Film, die alte Villa, so der Real-Life-Film-Verfilmung. Und plötzlich hat das wie gemacht, so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du auch etwas kreierst, wo dann wie so macht, ich kann es gar nicht aufhalten. Ich kann es nicht mehr aufhalten. Sobald man drin ist, dann Genau. Es ist wie etwas aufgegangen, etwas Kreatives. Und ich arbeite auch so ein bisschen mit Anne. Rückführung. Also ich glaube auch, dass du in der Familie viele Konstrukte hast, energetische, wo ich dich aufhalten kann, auch deinen Weg zu gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir Biel gewählt haben, dass ich endlich Frieden machen kann mit meinen Ahnen von meiner Mutterseite.
Okay. Und ich habe das wie gespürt. Ich habe nächtelang Ideen gehabt für die Kostüme, zum Zeichnen, zum Machen. Ich habe genau gewusst, was ich suchen muss im Internet. Und es ist einfach wirklich so passiert. Ich konnte es nicht aufhalten. Und dann, das ist wie wenn ich einen Song schreibe oder wir dann zusammen anfangen zu komponieren, wenn es so der Flow ist und du spürst, du musst jetzt dort durch, du weißt zwar noch nicht mal, wie du das realisieren willst, aber du musst es jetzt einfach machen, dann ist es richtig. Und wenn die Idee kommt, dann habe ich immer, dann habe ich mir das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Weg. Weil sonst hast du gar keine Idee. Ja, du kannst gar nicht connecten. Der Weg ist das Ziel. Genau. Und so kam es genau. dann. Genau. Was ich so, wie in der Beauty-Branche natürlich, was ich so bewundernswert schon fast finde, ich bin zum Beispiel, obwohl ich in Luzern lebe oder arbeite auch, ich bin überhaupt kein Fastnachtstyp, so verfremdet mit Maske und ja, irgendwelche Kleider, in denen ich mich wohlfühle. Und wenn ich das so sehe in den Spots, die ihr habt und Trailer, dann denke ich, oh, ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, mich von der Seite zu zeigen, wo ich vielleicht sage, das bin ich gar nicht. Hm. Das fällt dir, glaube ich, nicht schwer, wenn man das so in dem Video sieht. Doch, sehr. Doch? Sehr, okay. Sehr. Also jetzt aus neue Wonderland-Video, eines von den neuesten Videos, habe ich einen Body an. Und ich zeige nie meine Oberschenkel und ich zeige nie meine Hüfte. Das ist für mich ein rotes Tuch. Wenn man das ein bisschen tut, Fokus darauf legt und ein bisschen recherchiert, sieht man das auch. Und ich habe plötzlich einfach das Gefühl gehabt, doch, jetzt muss ich. Ich muss mich endlich annehmen, so wie ich bin. Und einfach mich in meiner Ganzheit auch annehmen. Und ich habe dann das so gemacht, das sieht man auch im Video. Und ich habe zum Mädel gesagt, eine Woche vorher, ich konnte fast nicht schlafen, ich hatte Albträume, ich dachte, das schaffe ich nie. Ich würde an diesem Tag zusammenbrechen und brüllen. Und dann kommen alle und alle geben sich Mühe. Der Maike gibt sich Mühe, hat eine Idee mit dem Rollpiano, das man sieht im Video. Dann die Filmer kommen, alle Hasen kommen, die Make-up-Artistin kommt, tut die Hasen so süß schminken. Alle haben so viel Freude, so viel positive Energie, dass ich an diesem Tag einmal dort stand und dann denke ich, nein, das geht. Jetzt machst du es einfach. Mhm. Weil die geben sich auch alle Mühe und tun sich überwinden. Und es hat nachher noch eine Diskussion gegeben mit den Tänzern auch. Sie haben manchmal auch Mühe mit ihrem Körper. Und sie machen es trotzdem. Mhm. Und Es ist wie so, okay, ich bin nicht allein. Es ist wirklich ein Thema. Es geht jedem so. Du hast nicht jeden Tag, wo du dich top und schön fühlst. Genau. Wenn ihr so reist mit dem Stress und dem ganzen Jetlag und so weiter, was macht ihr, um euch nachher schön zu fühlen, wenn ich so dunkle Augenschatten habe und dann auf die Bühne muss, weiß ich nicht, ob das mein Tag wäre. Du als Mann natürlich, kannst du noch weniger machen, sage ich, aber Frauen haben so viel Spielerei mit Make-up. Was machst du da? Einfach drüber weg? Sicher viel schlafen. Also das ist für uns schon immer wichtig gewesen. Schlafen, genau. Schlafen, dass man zu uns schaut, gute Ernährung natürlich, viel Wasser trinken. Mhm. Und wenn jetzt wirklich etwas ist, wo nicht wegbringst, dann das wie einbeziehen schon. Okay. Dort ist Saskia sehr stark, dass sie die Sachen, mit diesen Sachen arbeitet. Wenn wirklich etwas ist, wie zum Beispiel Augenlider irgendwie, wo du müde aussiehst, dann tust du das wie einbeziehen schon. Und du hast dann die Leute auch näher bei dir und es ist dann wie auch intimer. Und dann ist es auch nicht mehr etwas, das stört. Also tust es dann du alle machen. Und das finde ich mega genial. Ich bin eben so wie du, ich würde es dann wie verdecken wollen, dass ich dann perfekt immer bin. Aber ich habe auch gelernt, weil es halt auch so das Leben ist. Das Leben ist in dem Moment so perfekt, wie es perfekt ist. Du kannst nicht so erzwingen, wie es du gerne hättest in manchen Situationen. Vor allem, wenn du dich dann deinem Traum stellst, dann gibt es viele Sachen, wo unangenehm sind. Und wenn es dir unangenehm ist, glaube ich, dann ist es der Weg. Für mich ist es meistens so. Für dich ist es der Flow, oder? Du spürst dann, wenn es das eine und das andere gibt. Wenn ich Mühe damit habe. Wie mit deinem Kostüm jetzt. Ja. Genau. Auf das legt man sehr viel Wert drauf, auch zu spüren, wie gehe ich mit dem um. Jetzt gehen wir aus der Komfortzone raus. Genau. Jetzt tut sich der Kreis wie erweitern. Das spüren wir dann manchmal schon extrem. Mhm. Ja. So, die Zeit rennt wahnsinnig schnell. Ich könnte stundenlang noch mit euch sprechen. Es ist ein interessantes Leben, was ihr habt. So ein bisschen zum Schluss, was würdet ihr jemandem mitgeben, wenn es darum geht, ein schöneres Leben zu führen? Welche Botschaft würdet ihr jemandem sagen, das musst du machen, dass dein Leben schöner ist? Ich glaube, das ist sehr individuell. Ich denke, was ich jemandem würde raten, ist ein Date mit sich selber. Mal Zeit mit sich selber verbringen.
wirklich einen Tag planen, wo man nur mit sich selber verbringt. Mit sich selber mal ins Kino, mit sich selber spazieren, mit sich selber einen Kaffee trinken und dann mal schauen, was passiert. Und vielleicht dann die Sachen auch aufschreiben oder sich auch Sachen aufschreiben, wo man vielleicht dann kann, Sachen wie aufarbeiten oder man merkt, vielleicht das ist jetzt wirklich noch schön gewesen, das Kaffee mit mir. Und dann kann man das zum Beispiel öfters machen. Und ich denke, Zeit mit sich selber zu verbringen, in der Stille oder allein, ist massgebend für ein schöneres Leben. Mhm. Weil wenn du Sachen als schön empfindest, schwingst du auch in dieser Energie von Schönheit oder von Schön. Und weil es sehr individuell ist. Und es gibt auch den Spruch, Schönheit ist Geschmackssache. Oder irgendwie so, oder? Das ist Ansichtssache, so. Oder? Ansichtssache, oder? Ist es sehr schwierig, dann jemandem allgemeinen Rat zu geben, sondern wenn er Zeit mit sich selber verbringt, findet er selber heraus, hey, das ist jetzt, auch wenn er dann sagt, das ist jetzt noch schön gewesen, fängt ja auch schon an mit Schönheit. Irgendwo muss ich anfangen, oder? Also, das würde ich jetzt jemandem sagen. Oder habe ich auch schon meinen Freunden gesagt oder meinem Team, tut mal einen Tag mit euch selber verbringen. Ja. Fängt mal an, vielleicht mit einer Stunde, musst du nicht gerade übertreiben, oder? Weil manchmal ist alle so, das würde ich. Was würdest du sagen? Ich hätte jetzt auch das Gleiche gedacht, weil du dann auch erst anfängst, dir zu überlegen, was ist für dich Schönheit. Und du musst dich auch wieder mit oder auseinandersetzen, was du für eine Empfindung hast für Schönheit oder was du an dir schön findest oder mit anderen Menschen schön findest, weil du sonst im Alltag gar nicht in diesen Status kommst. Und das haben wir auch sehr stark gemacht in den letzten 9 Jahren, wirklich sehr viel Zeit mit uns verbracht, selber verbracht, uns immer wieder neu entdeckt oder neu erfunden auch. Und eben mutiger wurde auch durch das, weil die Erfahrung macht dich dann wirklich auch mutiger. Das ist auch mein Erlebnis und das würde ich auch so weitergeben. Gut, super. Ich danke euch mal. Danke dir. Ich habe natürlich zur Unterstützung der Schönheit, das ist aus unserer Serie Advanced Skin, das nennt sich eine Illuminating Age Control Mask. Okay. Wie der Name schon sagt, hier geht es um die Illumination der Haut, wie die Haut strahlender aussieht. Und wenn du mal Jetlag hast, völlig müde und du musst auf die Bühne, mach schnell die Maske, 10 Minuten drauflassen, runternehmen und die Haut strahlt wie dein Glitzerlidschatten heute. Vielen Dank, Saskia, hat mich gefreut. Danke. Maike, bei dir ist natürlich nicht unbedingt das Richtige, eine Glitzermaske. Ich habe mir überlegt, was gebe ich einem Mann? Ich habe meistens ja Frauen als Gäste. Das ist die SOS Bioactive Cream, das ist eine Pflege, die die Rötung der Haut runterfährt und da ich so ein bisschen im Kopf hatte, dass du eher ein bisschen rothaariger Mensch bist, hast du wahrscheinlich schneller Rötung und das eignet sich genauso als Aftershave-Creme. Danke vielmals. Als kleines Präsent, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurer Karriere, dass ihr endlich wieder reisen könnt, weil so wie ich höre, ist das jetzt das Kribbeln, das muss losgehen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke vielmals. Danke. So, das war mein Interview mit Dust of Soul. Mal über Schönheit, über Styling, über Aussehen, auch in der Tiefe gesprochen. Es geht hier nicht immer nur um einfach Musik und Unterhaltung, wie man gehört hat. Es geht hier auch um die Tiefe. Und die Tiefe des Menschen macht ihn zum Schluss auch schön. Es gibt auch ein Projekt, Humanity First von Dust of Soul, sehen Sie auf ihrer Webseite. Da geht es natürlich noch weiter, was über die Musik hinaus an Projekten gibt, die die zwei unterstützen und weltweit Menschen zusammenführen. In diesem Sinn, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.